Nein, die Axt ist kaputt. Aber ich habe ihn mit der Faust erlegen können. Wir kriegen nochmal Besuch. Au! Ah, ich drücke immer Escape, ne? Ich dabble. Wir müssen uns mal, glaube ich, mal ein bisschen bewegen gerade mal. Müssen wir echt mal gucken, dass wir nochmal Federn finden. Federn hatte ich vorher so viele. Finde ich jetzt auch so wenig mittlerweile. Also wie gesagt, wir können auch mit der Fackel Schaden machen, ne? Mit der mit Taschenlampe. Wir können damit so viel Schaden machen. Aber wie gesagt, die Zombie-Modelle persönlich finde ich ein bisschen jetzt out-to-date. Passt nicht zur Grafik oder zur schönen Landschaft. Und nach wie vor würde ich mir größere Wasserstapel wünschen. Denn Essen kann man ja auch hochstecken, komischerweise. Okay, ich will mal gucken, wie lange das dauern würde, wenn ich da jetzt mit der Hand... Oder was haben wir jetzt vielleicht nochmal? Wir haben jetzt noch mal ein paar Sachen gesammelt. Können wir jetzt noch irgendwas anfangen? Ne, gar nichts, ne? Müssen wir uns echt eine Schaufel suchen wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht. Wir können ja mal gucken, wie der mit der Hand schlagen würde. Ein bisschen Holz haben wir ja jetzt, ne? Ein bisschen hier so. Da können wir erstmal was wurschteln. Wie lange braucht er jetzt mit der Hand, um ein Loch in der Erde zu schlagen? Okay, das geht gar nicht mehr gut. Also wir haben auch den Schaden mit der Hand reduziert. Also erheblich geschwächt. Ja, ist jetzt echt ziemlich schwer geworden. Ui, Schalke hat den Anschlusstreffer gemacht. In der 70. Minute steht es jetzt gerade 1:4. Also das Tor ist nicht in der 70. gefallen, aber in der 70. habe ich gerade hingeschaut. So, das Auto ist auf jeden Fall schneller aufgebrochen wie das andere. Und der Hund kommt. Und wir haben eine Hake schon mal gefunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Die Hake, da können wir schon mal irgendwas anbauen. Und seht ihr das? Die sind immer noch verbuggt, die Hunde. Also die haben sie schon in den Griff bekommen, aber halt noch nicht komplett zu 100%. Das gibt's doch nicht. Ich treffe den einfach nicht. Aber er trifft mich, ist klar. Scheiß Vieh, Döle. So. Ah, einer weg. Auf jeden Fall, die Modelle der Hunde gefallen mir wesentlich besser als vorher. Na komm halt her. Na los. Ich treff den nicht. Seht ihr das? Ich treff... Jetzt. Geht doch. Verdammt nochmal. Oh, ist das nervig. Diese Hunde immer, ne? Okay, wen haben wir ihn noch hier? Also ich glaube, Multiplayer macht das Spiel jetzt schon wesentlich mehr Spaß wie früher. Das ist die Büchse mal da. Weil ich glaube, Multiplayer ist jetzt echt interessant geworden durch die ganzen Updates, weil es jetzt echt schwerer ist, in die Stadt reinzukommen. So. Okay, nehmen wir hier den Fettwanst. Der auch einen kleinen Beleuchtungsschattenfehler hatte. Oh, wie viel da kommen, ne? Ist ja Wahnsinn. So, aber endlich wieder Zombies schießen. Wieder Daryl hier bei Walking Dead mit der Armbrust. Wir müssen einmal hinter uns gucken. Gucken immer nur nach vorne. Ja, aber gleich ist schon wieder vorbei, ne? Seht ihr das? Wir haben so viele getötet. Und, das hört nicht auf, ne? Nehmen wir jetzt mal den Wundenclub. Komm her. Oh, der geht gut. Der geht gut. Jawohl. Der geht gut. Ah, seht ihr die Beleuchtungsfehler der Leute, der Zombies? Oder ist das mit Absicht so gemacht? Wir brauchen einen Iron Club. Oder hier so ein Spike Club. Nein. Müssen wir uns ganz kurz was anziehen. Ah, hier, regenerieren. Die Fetten sind echt hart. Komm. Also so eine Keule, zwei Fette und die Keule ist halb kaputt und man selber ist auch eigentlich fast tot. Der miese Fettsack, ne? Ich stell dir mal vor, aber jetzt auf Stufe 5 der Zombies. Jetzt ist er auch kaputt. Das ist echt böse, oder? Seht ihr das selber? Das ist echt krass. Die Keule, die hält, da kommst du echt nicht weit, ne, mit der Keule. Ich glaube, den sein Hals ist verdreht. Oder Kopf. Okay, Keule ist kaputt. Ich kann den nicht treffen.
Jetzt. Du kommst ja nicht mal zum Looten der Viecher. Du haust die alle tot und hast davon gar nichts, weil du gar nicht zum Plündern kommst. So, Mann, was eine Action hier. Das gibt's nur auf Grisor LP. Jetzt habe ich wieder irgendwas eingesammelt, aber nicht die Leiche. So ein Schießeisen wäre mir echt lieber. So. Haben wir jetzt erstmal Ruhe vor den Biestern. Schlimm. Okay, so. Gut. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir die alle getötet. Du kommst gar nicht zum Plündern. Sind schon alle despawned, alle Toten. Aber wir haben jetzt erstmal hoffentlich eine kurze Ruhe. Hier waren wir eben schon dran, oder? An dem Auto. Jawohl. Kofferraumdeckel zu. Karton, auch nix. So, was haben wir hier in diesem Auto? Wir haben Ruhe, Leute. Wir haben Ruhe. Ich werd bekloppt. Oh, alles empty jetzt hier, ne? Das ist jetzt schlimm. Alles empty, ne? Was haben wir hier drin? Ein Stoff. Na, immerhin. So, was haben wir hier drin? Empty. Voll schlimm. Alles empty, ne? Empty. Oh. Mann, also alles leer, ne? Empty. Leer. So, warte. Was haben wir hier? Ein Geller haben wir hier. Aber wenn du die erstmal tot hast, diese Horden, dann ist Ruhe, oder? Also so wie man es halt kennt. Gucken wir, wann die nächste Welle spawnt. Und Chicken, das essen wir gleich. Bücher nehmen wir immer gerne mit. So, jetzt können wir endlich mal was looten hier. Und das in aller Seelenruhe. Ne, ich höre schon wieder Zombie. So, Bücher. Also jedes Öffnen der Dinger, seht ihr ja immer, geben immer ein Geräusch vor. Das machen wir immer Krach dabei. Painkiller immer gut. Painkiller, Stoff. So, wir hauen uns das Essen gleich mal rein, dass wir den Taschenplatz wieder haben. Saufen noch im Wasser. Und finden gleich mal direkt neues Wasser. Ja, voll geil. Ich glaube, hier kommt einer rein. Katzenfutter. Also so lange hat man Ruhe. Okay, und dann geht's direkt weiter. Der hat's nicht geschafft, der Bro. Okay. Munition für die... Oh, 16 Schuss für die Hunting Revel, jawohl. Painkiller. Da haben wir noch einen Chili. Hihi, da kommt der fest, der hängt fest. Wir müssen hier raus, der macht uns tot. Geh da rein! Geh doch da rein! Oh nein, das ist unser Todesgrab hier. Der trifft mich nicht, der trifft mich nicht. Na 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 na. Nein, nicht getroffen. Ich ihn auch nicht. Ich wollte mir sicher sein, dass ich treffe. Schnell runter. Oh nein, das ist der Dach. Hier, Sackgasse. Oh, 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 hallo Frau. Eieieiei, ich muss weg. Mal wieder schön mit der Handling-Rivel ein bisschen aufräumen hier. Oh je, was eigentlich gar nichts bringt, weil die eh gleich wieder da sind. Gib mir hier Kettensägen-Massaker, los. Also die Gläser sind jetzt echt wichtig, weil wie gesagt, man kann keine eigenen mehr herstellen. 9mm Pistole wäre halt echt genial, wenn ich jetzt eine finden würde. Weil er hat mal 32 Schuss, da könnte man erstmal richtig schön rumberserkern. Oder jetzt ein bisschen TNT, ne? Guck mal, wie viele auf dem Haufen sind. Da könnte man jetzt echt aufräumen. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Ich tue das mal lieber außerhalb. Habt ihr ja gerade gesehen, das ist ja wieder fast in die Hose gegangen. Das Ganze hier. So. Guck mal erstmal rum, was hier so ist. Okay, wir haben hier nochmal Bullets. Und wir haben hier nochmal ein Brass Candle Gedöns.
Und hier haben wir nochmal ein Auto. 5 Sekunden. Los, 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 los. Leer. Super. Ganz großes Kino. Und wir haben hier einen Wundenclub. Jawohl, der war aber auch nicht so tolle, also ganz ehrlich. Aber ich war schnell, war aber hat nicht viel Schaden gemacht. So, wenn wir mal hier in dem gelben Yellow Seda angucken. Ey, da haben wir eine Autobatterie. Und da haben wir, Scheiße, kein Platz und so. Shit, 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 shit. Wir hauen das Gras erstmal weg. Ich höre es doch steppen. Da, 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 da. Hey. Komm her. 5 Sekunden. Das schaffen wir nicht. Ne. Ist eh leer. Der überlebt das, der Fettsack. Das ist ja nicht normal. Hast du Stöckelschuhe an? Du hast doch gar nichts an. Nee, also ganz ehrlich, die Zombies müssen sie überarbeiten. Ich meine, im Prinzip würde es reichen, aber es würde einfach zu der wunderschönen Grafik jetzt, die man in dem Spiel hat, machen diese Zombies von 1980 wahrscheinlich alles kaputt. Jetzt können wir auch mal ein paar looten. Eieiei, habt ihr... Ist wieder nicht jugendfrei, was man da sieht. Ah, gehst du weg, du... Boah. Ich da aufs Maul, Ein Spiderschwein. Oh, Spiderschwein. Oh je, 5-1 für die Bayern. Man kann natürlich auch Take-All machen, ne? Ist natürlich schneller, als wenn ich das selber einsortiere. Oh, leer. Shit, müssen wir wieder mit dem Messer romantieren. Okay, wir wollten uns in den Boden bauen, aber ich wollte eine Schaufel suchen oder sowas in den Garagen, aber da komme ich immer wieder von ab, weil die ganzen... Uhr, jetzt häng ich fest. Weil die ganzen Zombies immer kommen. Ich komme nie zu irgendwas. Ein 10mm Bullet. Ah, die sind ja größer. Okay, jetzt erkenne ich auch einen Unterschied. Ich werde verfolgt. Geh weg. Ach Gott, die sind ja langsam. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Also ich würde jetzt echt gerne in den Boden gehen. Mit dem Messer werde ich da kaum runterkommen, oder? Oder mit der Axt. Wenn nicht wirklich, weil die eh gleich kaputt ist. Wir gehen aber zu den Garagen. Vielleicht haben wir hier. Wir haben ja diese Hoe. Vielleicht kriege ich mit der Hoe was kaputt. Mit der Hake. Gehen wir hier mitten in der Stadt in den Boden. Yeah, yeah, yeah. Kung Fu Fighting. Aber wie schnell die Ausdauer weggeht, ne? Clay. Jawohl. Nee. Seht ihr das? Collect Dirt. Collect Blade of Talgras. Kann man jetzt doch wieder den Boden vielleicht färben. Wir setzen mal eben die zwei Eier. Die nehmen wir mal eben, benutzen die. Collect Block E of Talgras. Okay. Ach nee, ist normales Gras. Okay. Kann man wieder hinsetzen. Sieht gritzegrau aus. Okay, aber wir bräuchten eine Schaufel, verdammt. Also es ist echt schwer, die Anfänge, ne? Das ist echt bitterböse. Vielleicht finden wir hier noch was. Brauchbares. Ein Can of Ham. Okay. Hier war immer Venice Stew letztens drin und alles. Jetzt ist ja auch nichts mehr drin, ne? Okay. Würde ich aber sagen, dass ich hier erstmal meine Aufnahmesession für heute beende. Für morgen ist gesichert. Morgen kommt die Folge wieder definitiv früher. Also das, was ihr jetzt hört. Wenn es auch schon vielleicht sogar schon... übermorgen ist die Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Und, ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, denkt immer dran, Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt dann in die Kommentare, warum, weil nur so kann nicht besser werden. Ein Abo dürft ihr gerne da lassen. Ihr könnt mich auch bei Facebook, bei ChrisoLP, da gerne, Dings und Bumsen hier abonnieren oder gefällt mir drücken. Dann seht ihr immer, wann ich was poste, wann eine Veröffentlichung ist. Manchmal verraff ich das da zu posten. So, ich würde jetzt aber gerne noch eins machen. Ne, das ist auch dumm. Ne, ist egal, mache ich jetzt nicht. So, egal, wir loggen hier in der Stadt aus. 19.54 Uhr. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit, dann wegzulaufen, was, oder halt uns zu ducken. Dann loggen wir hier vielleicht hier vorne aus. Geduckt. Okay, so, loggen wir hier geduckt aus. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Freunde, bis dahin, haut da rein. Tschüss.